schon zurück? Ja, hallo? Hier Carla von Weber. Oh, Frau von Weber. Ist mein Mann zu Hause? Ich hätte ihn gern kurz gesprochen. Oh nein, das tut mir leid. Er ist beim Bäcker. Er holt gerade Brötchen für das petite Genie. Oh, warten Sie, ich glaube, da kommt er gerade. Henriette, ich habe Brötchen, Croissant und Johannisbeermarmelade. Was braucht der Mensch mehr, um glücklich zu sein? Benedikt, je vous en prie, ich bin so gut wie nackt. Was, nackt? Ihre Frau ist am Apparat. Kommen Sie bloß nicht rein. Hallo, Benedikt. Sie gönnen mir aber auch gar nichts. Bitte nicht anzüglich werden. Hier, Ihre Frau. Henriettchen, ich kann zwar nicht viel sehen, aber meiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oh la la! Benedikt! Au! Darf ich? Au! So benimmt sich kein Gentleman. Hallo, Carla? Ah, hallo, Ben. Na, was ist das denn für ein Petit Déjeuner? Frühstückt ihr immer so? Nur? Du ahnst ja gar nicht, was hier los ist, wenn wir Mittag essen. Spaß beiseite, worum geht's? Hör zu, Ben, ich hab was für dich. Es wird dich bestimmt interessieren. Ja, Mann. Pass mal auf. Wir müssten einfach deinen Chef und meinen Chef zusammenbringen. Worum geht's denn da? Es geht vor allem darum, einen anderen Typ von Gast für unser Hotel zu gewinnen. Über zu wenig Gäste können wir uns ja nicht beklagen, nicht wahr, Frau von Weber? Nein, wirklich nicht. Seitdem Berlin wieder eine große Stadt ist, sind wir fast immer ausgebucht. Dann geht es Ihnen ja wie uns. Meine Agentur ist auch immer so gut wie gesagt, so gut wie. Aber natürlich können wir den einen oder anderen kleinen Auftrag... No problem, Chef. Natürlich können wir den einen oder anderen kleinen Auftrag noch dazwischen schieben, ja. Oder? Ja, aber natürlich, aber tagsüber könnte es etwas... Aber in solchen Fällen sage ich immer zu meinen Mitarbeitern, ihr habt ja noch die ganze Nacht zum Arbeiten, Chef. Chef. Genau. Also, wo liegt jetzt das Problem und was können wir dagegen unternehmen? Wie gesagt, wir möchten einen anderen Typ Gast gewinnen. Wir haben erheblich investiert in die Ausstattung der Zimmer und auch in die Gastronomie, aber... Ja, wir haben immer noch die gleichen Gäste, die B- und B-Gäste. Bitte, B und B. Bus und Bockwurst. Unser schönes hauseigenes Restaurant, gerade renoviert, bleibt leer. Sie brauchen einen starken Prospekt und parallel dazu Anzeigen in allen Tageszeitungen. Von Aachen bis Zwickau, flächendeckend. Das Hotel für den anspruchsvollen Gast. Oder das Hotel für... Für Kongresse aller Art. Ärzte, Juristen, Manager. Meinetwegen auch Kunst und Kultur. Hauptsache, weg von der Bockwurst. Mit einem Wort, Niveau ist angesagt. Herr Bernhard? Was gibt's denn, Monika? Ihre Bockwurst. Meine Bockwurst. Tja. Die Bockwurst. Guten Appetit, Chef. Chef. Kaka. Herr Vogelsam? Hallo. Sind Sie da? Ich bin's, Henriette von Südek. Ich wollte nur mal guten Tag sagen. Henry, du Biest, zeig dich! Hendrik, was treibst du denn wieder? Ab in dein Reservat, aber schnell! Es tut mir schrecklich leid, Frau von Südek. Aber der Hendrik hat immer nur Unsinn im Kopf. Naja, wir waren alle einmal klein und frech. Ja, aber er ist schon 30 Jahre klein und frech und wird immer klein und frech bleiben. Ja, was wird auch aus ihm werden, wenn ich einmal nicht mehr bin? Na ja, da wird er sich wohl ein neues Heim suchen müssen. Oh, das ist nicht so leicht, heutzutage ein neues Heim zu finden. Gar nicht leicht. Der Major, der kann ein Lied davon singen. Ein Major? Ja. Haben wir jetzt Offiziere in unserem Kreis? Ja. O tempora o mores. Was sind das nur für Gehen Sie nur. Der Major ist ganz verzweifelt. Stellen Sie sich vor, er hat keine Wohnung mehr. Er hat keine Wohnung mehr. Bonjour. Ist hier jemand?
Wir starten. Major Rummelsdorf, Teilnehmer der Völkerschlacht bei Leipzig. Zuletzt Hausgeist bei einem Immobilienmakler. Angenehm. Henriette Freifrau von Südeck, zurzeit Hausgeist bei einem Werbetexter. Sehr erfreut. Ich bitte, Platz zu nehmen. Merci. Erlaube mir, besonders edlen Tropfen zu kredenzen. Beutegut aus Napoleon Bonapartes Hauptquartier. Oh, Respekt. Darf ich fragen, wie Sie... Ja, morgens um 6, Reiterattacke. Sie gestatten? Oh. Unangenehme Situation. Schon gerettet. Sehen Sie mal. Oh, Bordeaux. Ja. Leider erst 80 Jahre alt. Oh, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Sie gestatten? Lassen Sie mir das Vergnügen, Major. Voilà. À la vôtre. À la vôtre. Vorzüglich. In vino veritas, im Wein liegt Wahrheit. Ja, aber im Menschen. Erklären Sie. Da gibt's nicht viel zu erklären. Man soll eben nicht Hausgeist bei einem Immobilienmakler werden. Noch dazu, wenn der Mann ein Betrüger ist. Ein Betrüger? Er sitzt im Gefängnis. Unangenehme Situation. Quartier bei einem Kriminellen. Geht doch nicht. Erdenkodex. Sie verstehen? Bin sofort ausgezogen. Ausgerechnet jetzt, wo alles vorbereitet werden muss. Generalstabsmäßig. Worum geht es denn? Kleine Geburtstagsfeier. Der Antiquar feiert in wenigen Tagen Wiegenfest. Und diesmal soll ich Gastgeber sein. Aber nun, wo soll ich denn empfangen? Auf der Straße? Nee, aber da muss es doch eine Lösung geben. Unbedingt, sonst fällt doch auch der Tischtuchtrick ins Wasser. Was für ein Trick? Passen Sie auf, hat mir Gaukler in Leipzig nach Völkerschlag gezeigt. Ich ziehe das Tischtuch weg und Gläser und Flaschen bleiben stehen. Bravo. Attacke! Oh, mon Dieu. Merkwürdig. Hat in Leipzig noch funktioniert? Nichts funktioniert mehr. Nichts. Nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Nichts. Major Rummelsdorf, Sie haben wieder ein Dach über dem Kopf. Wo denn? Major Rummelsdorf? Ja? Major Rummelsdorf, die Gelegenheit ist günstig. Herr von Weber schläft tief und fest. Die Situation ist mir sehr unangenehm. Sie können von dem Apparat aus telefonieren. Sehr unangenehm. Offenes Wort mit Herrn von Weber wäre mir lieber. Mir nicht. Wir müssen vollendete Tatsachen schaffen. Telefonieren Sie. Wie viele Einladungen fehlen denn noch? Ich habe Magenschmerzen, Frau von Südeck. In unangenehmer Situation habe ich immer Magenschmerzen. Wo ist das Bad? Oh, dort durch den kleinen Flur. Major? Ja, ja. Besondere Hotel. Das anspruchsvolle Hotel. Das Konferenzhotel. Das verdammte Hotel! Was? Das verdammte Hotel. Oh Gott, erst. Oh, schlaf da bitte. Benedikt, warum schreien Sie denn so, das mitten in der Nacht? Da drin ist eine Gestalt in Uniform. Oh nein, Benedikt, das ist unmöglich. Da ist niemand im Bad. Sie träumen noch. Da ist niemand im Bad. Sehen Sie selbst. Vorsicht. Na, sehen Sie. Ein Traum, ein kleiner Traum, weiter nichts. Der Vorhang. Der Vorhang ist auf einmal zugezogen. Oh, mon Dieu, Benedikt. Mon Dieu. Aber bitte. Da ist niemand. Major Rummelsdorf? Ich versuch's ja, aber mit Magenschmerzen kann ich mich immer nur so schwer konzentrieren. Moment! Jetzt!
Hey! Oh, Morris. Dem gebe ich gleich Morris. Ich habe zuerst geglaubt, ich sehe Gespenster. Aber inzwischen kenne ich die Wahrheit. Er ist wirklich ein Gespenst. Benedikt. So, mein Herr. Ich frage Sie, wo, wer, warum? Wo sind Sie, wer sind Sie und warum sind Sie hier? Gestatten, Major Rummelsdorf. Völkerschlacht bei Leipzig. Zweites Kavallerieregiment, entscheidende Attacke auf linkem Flügel. Ist mir alles sehr unangenehm, Herr von Weber. Ja. Benedikt, regen Sie sich nicht auf. Der Major ist ja nur vorübergehend hier. Kavallerieregiment, ja? Ich glaub, mich tritt ein Pferd. Also vorübergehend hier zwei Hausgeister, ja? Warum nicht drei? Warum nicht 30? Oh, très jolie, Benedikt. Dann können wir das Geburtstagsfest hier abhalten. Was, was? Moment, Moment, Moment. Was für ein Geburtstagsfest? Mea culpa, mea maxima culpa. Alles mein Fehler. Hätte Angebot von Frau von Südeck nicht annehmen dürfen. Aber ich bitte Sie, das war doch ein Gebot der Nächstenliebe. Kann mir mal jemand verraten, was hier los ist? Mache folgenden Vorschlag, Herr von Weber. Werde bei Morgengrauen Rückzug antreten. Betrachten Sie mich bis dahin als nicht anwesend. Ich bin schockiert, Benedikt. Was für ein schlechter Mensch Sie doch sind. So etwas bringen Sie fertig. Einen alten, obdachlosen Major einfach vor die Tür zu setzen. Den Helden der Schlacht bei Leipzig. Moment, Moment, ich weiß doch gar nicht, was hier los ist. Aber dann gehe ich auch. Adieu. Nein, halt, Henriette, bleiben Sie hier. Aber bitte hören Sie auf mit diesen melodramatischen Tönen. Sagen Sie mir lieber, was los ist. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Das würden Sie tun? Ach, Benedikt, ich wusste doch, dass Sie ein guter Mensch sind. Hm? Es bleibt wirklich 3 Tage weg. Aber ja, der macht eine Spritztour an die Ostsee. Hoffentlich kommt er nicht vorzeitig zurück. Ach, wäre mir wirklich sehr unangenehm. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Major Rummelsdorf. Wie ich Vinzenz kenne, bleibt er eher ein paar Tage länger weg. Sonst hätte er mir doch nicht das zweite Paar Schlüssel dagelassen, bitte. Na dann, viel Erfolg. Tut mir leid, ich muss leider wieder an den Schreibtisch. Merci. Drei Tage Ruhe. Da sitzen Sie gut. Und da bleiben Sie auch sitzen und rühren sich nicht mehr vom Fleck. Ja, aber... Ich werde das Geburtstagsfest vorbereiten. Sie ruhen sich aus und keine Widerrede. Und Sie wollen allein? Aber nein, ich habe schon 2 andere Hausgeister angerufen und Ihnen die Adresse von hier gegeben. Und eigentlich müssen Sie schon längst hier sein. Schon da. Guten Tag. Guten Tag. Ach, Frau von Schönbeck. Wir sind schon vor einiger Zeit durch die Wohnungstür geglitten. Und was Ihre Wohnungssuche angeht, Herr Major, ich kann Sie demnächst bei einem Friedensforscher unterbringen. Na, Not frisst der Teufel fliegen. Très bien. Aber nun dürfen wir keine Zeit verlieren. Die Einladungen müssen fertiggestellt werden, das Menü, die Tischordnung etc. etc. Wir haben noch viel zu tun. Und wenn Sie es nicht schaffen? Wir schaffen es. Ich schlage vor, wir übernachten auch hier. Das wäre das Einfachste, nicht wahr? So, da wären wir. Schade eigentlich. Petrus war gegen uns. Also, warum in einem kleinen, engen Hotelzimmer, in einem kleinen, verregneten Nest sitzen, wenn ich doch hier ein großes Penthouse habe? Vinzenz, ich bin müde und ich habe Hunger. Und Kopfschmerzen habe ich auch. Außerdem will ich nach Hause. Oh, Lilly. Ich verstehe gar nicht, warum ich mich mit so einem Typen wie dir überhaupt abgebe. So ein Typ wie du, der hat doch 10 an einem Finger. Ich? 10? Gleichzeitig. Mehr als 3 schaffe ich nie. Vielleicht nicht an einem Finger, aber an einer Hand, hä? Lilly, hier ist der Wohnungsschlüssel. Im Kühlfach gibt es Shampoos und Fischstäbchen. Don't worry, be happy. Ich suche jetzt einen Parkplatz und du gehst schon mal vor. Das Bett.
wohl gegen dich nur ein harmloser Betbruder, wie? Könntest du nicht vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Ist es deutlich genug? Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Wenn ich schon die Frau nicht mehr verstehe, wer denn dann? Also ich glaube, langsam fange ich an durchzudrehen. Muss ich mir richtig ausschlafen. Wo ist der Major? Ich weiß nicht. Hier. Wiet, 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 wiet. Psst. Kein Geräusch. Durch die Tür. Ich wollte dir nur sagen, dass deine Werbekampagne für unser Hotel schon Früchte trägt. Ja, wie ist ja unmöglich. Ich meine, die Vorschläge sind ja noch gar nicht raus. Nein, aber deine Henriette hat doch schon was unternommen. Sie hat einen sehr illustren Kreis bei uns einquartiert. Es scheint sich um eine kombinierte Kostümgeburtstagsfeier zu handeln. Oh Gott, davon weiß ich ja gar nichts. Ich bin sofort da. Bitte, Major, noch eine Anekdote. Erlaube mir, statt Anekdote kleines Kunststück vorzuführen, hat mir Gaukler nach Völkerschlacht bei Leipzig beigebracht. Major Rummelsdorf. Diesmal klappt's. Keine Angst. Attacke! Peinliche Situation. Schlage vor, Rückzug. Ja, es wird wohl das Beste sein. Ja, und ich? Okay.
sind ja sehr seltsame Gäste. Bonsoir, Benedikt. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Ich kenne nicht einmal Ihren Namen. Aber Benedikt, Sie wissen ganz genau, wer ich bin. Nein, tut mir leid. Sie sind nur eine flüchtige Bekanntschaft. Oh, Benedikt! Henriette, das haben Carla und ich dem Hoteldirektor vorgeflunkert. Damit konnten wir uns rausreden. Oh, das war eine gute Idee. Das haben Sie gut gemacht. Sie sehen bezaubernd aus. Ja, zum Glück war das Geschirr versichert. Trotzdem, Henriette, Henriette. Der Major wollte unbedingt den Tischtuchtrick vorführen. Hat leider nicht geklappt. Das ist ja auch eine verrückte Idee. Benedikt, ich habe uns etwas Schönes zu essen vorbereitet. Ein Versöhnungsmenü. Es gibt Ente. Das ist wirklich eine verrückte Idee. Eigentlich ist es ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Wie denn? So. Nein, halt! Henriette, bitte nicht. Das ist ganz altes, wertvolles Familiengeschirr. Henriette, Sie sind wirklich die Größte. Ich weiß.